So, heute zeige ich euch mal kurz meine Fauchschabenzucht. Und zwar ist es ein Plastikbehälter, der ist ungefähr 40 x 30 cm groß. Als Bodengrund habe ich normale Erde aus dem Garten verwendet. Oben habe ich ein bisschen Rindenmulch drauf getan, damit die Feuchtigkeit etwas besser gehalten wird. Also ich werde es auch regelmäßig ein bisschen besprühen, dass das nie ganz austrocknet. Dann als Einrichtung sieht man ja hier, das sind so Tontöpfe, habe ich hier so reingetan als Versteckmöglichkeit. Dann haben sie auch noch ein bisschen ein paar Holzstücken. Also die dienen aber nicht nur zum Verstecken, sondern eben auch als Nahrung. Und zwar kann man hier schön sehen, wie die hier dieses morsches Stück Holz schon bearbeitet haben. Das sind richtig viele kleine Löcher und ja, sie bewohnen halt eben zum Teil auch das Holz. Ja, also es ist schon ziemlich zerfressen worden. Jetzt hebe ich das mal nach oben. Und das sieht man schon, also die sind normal recht dicht beieinander. Schaben sind ja soziale Tiere. Also die mögen es, wenn sie relativ eng zusammensitzen. Hier sind noch ein paar drin. Die Fauchschaben können auch sehr gut glatte Oberflächen hochgehen. Deswegen sollte man auf den Behälter eben einen Deckel legen, damit die eben nicht rauf auskommen. Also was die Nahrung angeht, da verfüttere ich zum einen derzeit Katzentrockenfutter. Das sieht man da in dem kleinen Behälter. Schaben, also die Fauchschaben sind ja wie alle Schaben Allesfresser. Also die fressen sowohl Gemüse, Obst, aber auch eben Proteine. Das Katzenfutter hat halt relativ hohen Anteil an Proteinen. Und wie man hier unten sieht, fressen die Schaben auch gerne Löwenzahn. Also hier frisst gerade eine Schabe eine Blüte. Und ich tue den jetzt immer eine Handvoll Löwenzahn täglich rein und meistens fressen sie das dann komplett über Nacht auf. Und das muss man halt auch sagen, also die Schaben sind hauptsächlich nachtaktiv. Also die Hauptaktivität findet dann eben nachts statt. Tagsüber kommen sie eigentlich nur raus, wenn sie etwas dunkler gehalten werden. Ja, und man halt aufpasst, dass man keine zu großen Erschütterungen verursacht, weil dann verstecken sie sich sofort wieder. Also die liegt nur vielleicht 3 cm unterm Deckel. Also da hat es dann schon über 30 Grad. Und bei der Schabenart ist es auch besonders wichtig, weil die entwickeln sich erst so ab Temperaturen um 26, ab so 28 Grad so richtig gut. Jetzt will ich euch kurz mal auch zeigen, wie die faucht. Dazu berühre ich sie mal. Ja, und dann sieht man halt schon, also die presst dann quasi Luft durch bestimmte Öffnungen und dadurch entsteht halt eben dieses Fauchen. Ja, ich tue sie mal noch. Wie gesagt, also die mag das jetzt auch nicht, verschwindet jetzt auch in dem Tontopf.